Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Excuse me. Ja, herzlich willkommen zurück. Ohne Rechtfertigungen und Entschuldigungen steige ich direkt mal ein. Heute zeige ich euch mein Aufgebraucht-Video. Ich habe hier wieder einige Produkte, die ich aufgebraucht habe und ich wollte euch ganz gerne ein Feedback dazu lassen. Und wir legen los mit einem Produkt von Drunk Elephant. Das ist das Electrolyte Water Facial. Das ist eine Maske, Feuchtigkeitsmaske mit Vitamin F. Ich fand sie richtig gut. Die war sowas von krass reichhaltig. Und ich habe sie sogar so ein bisschen als Gesichtspflege benutzt, als ich so super mit Trockenheiten zu kämpfen hatte. Ich habe ja eigentlich immer eine trockene Haut. Und manchmal ist sie ein bisschen mehr trocken, manchmal ein bisschen weniger. Also eine ganz, ganz tolle Pflege, falls ihr auch mit trockener Haut zu kämpfen habt. Ich weiß, die Drunk Elephant Produkte sind ziemlich teuer, muss man schon sagen, aber die sind sehr effektiv. Also alle, die ich bisher ausprobiert habe, haben mich nicht enttäuscht und sogar sehr überzeugt. Und es hat auch ziemlich lange gehalten. 50 Milliliter waren hier drin. Wirklich ein super Produkt für trockene Haut. Weiter geht es mit einem Produkt, das ich auf jeden Fall auch schon zweifach dastehen habe, weil ich ohne nicht kann. Ich muss auch sagen, das ist mein allerliebstes Setting Spray. Das ist von Morphe Mini Continuous Setting Mist. Was ich daran liebe, ist eben, man drückt drauf und es sprüht und sprüht und sprüht. So ein bisschen wie Haarspray. Und das ist eben fürs Gesicht, um euer Make-up zu fixieren. Ich habe auch letztens so ein cooles Reel gezeigt, wie man einen Make-up-Look so möglichst lange haltbar machen kann. Und das kann man auf jeden Fall mit Hilfe von einem Setting-Spray, zum Beispiel diesem. Und das ist eben eins meiner Liebsten. Ich merke wirklich, dass das Make-up länger hält und ich liebe eben diesen super feinen Nebel auf meinem Gesicht. Das ist super problemlos, sage ich mal, das Produkt. Und deswegen benutze ich das wirklich immer seit Jahren und bin auch froh, habe mich so gefreut, als es dann Morphe auch in Deutschland gab, bei Sephora oder Douglas, bin mir gerade nicht sicher. Ich würde euch auf jeden Fall die Produkte auch sehr gerne in der Infobox einmal verlinken. Aber das ist ein Setting Spray, auf das es wirklich Verlass und es ist auch nicht übertrieben teuer. Dann Leute, OMG, eine meiner Lieblingscremes auch für den Tag von Ole Henriksen, die Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Auch das ist eine Feuchtigkeitspflege gewesen, die sehr reichhaltig war. Und ja, ich habe es natürlich bis zum letzten Tropfen ausgeleckt. habe natürlich die so heiß geliebt, diese Creme, dass ich wirklich alles bis zum Ende aufbrauchen musste. Es war super für meine Haut. Sie hat sich sehr gut vertragen. Also über den ganzen Tag war meine Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Und hier fand ich so krass, dass eine kleine Menge wirklich, das war wie so ein Schluck Wasser fürs ganze Gesicht. So hat sich das auch angefühlt. Die Konsistenz war so ein bisschen wie fester, aber sobald man das aufgetragen hatte, war das wie schon fast so super, so nur die Textur wurde ganz dünn im Auftrag und ist sehr schön eingezogen, habe super vertragen und war einfach ein Traum. Ich muss auch sagen, ich habe auch auf jeden Fall ein Backup nachgekauft, weil es eine ganz, ganz tolle Creme ist, die mich überzeugt hat. Mich und meine trockene Haut. Was ich auch aufgebraucht habe, einmal von Olaplex, der Conditioner ist die Nummer 5 und Shampoo ist Nummer 4. Das sind ja die Produkte, die ich für meine Haare benutze, zum Haare waschen und Haare pflegen. Und ich werde immer mal wieder gefragt, was für Produkte ich benutze. Und Ende des letzten Jahres habe ich mich entschieden, komplett auf Olaplex umzusteigen und erstmal so mindestens mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nur die Produkte von Olaplex zu benutzen. Ich bin sehr von den Produkten überzeugt, weil viele Friseure auch diese Produkte verwenden. Langfristig gesehen merkt man auf jeden Fall einen Unterschied in den Haaren. Generell, man sieht den Haaren an, ob sie mit Drogerieprodukten gewaschen und gepflegt werden oder mit High-End-Produkten. Ich will nicht so wertend sein und sagen, dass alles aus der Drogerie schlecht ist oder so, das auch nicht. Aber in dem Fall sieht man es auf jeden Fall und die sind sehr, sehr reichhaltig und ergiebig. Nee, ergiebig ist, glaube ich, auch vor allem hier der richtige Ausdruck. Ich habe die angefangen im Dezember zu nutzen und was haben wir jetzt ab Ende April? Ja, also es hat mir fast 5 Monate gereicht. Deswegen finde ich, dass die Investition das Ganze auf jeden Fall wert ist. Und woher ich Olaplex überhaupt kenne, vielleicht die meisten von euch auch, dass die Olaplex-Produkte früher ganz oft im Friseurbereich zum Blondieren verwendet wurden, damit die Haare nicht so dolle geschädigt werden. Daher kenne ich Olaplex und als man das so auch für zu Hause haben konnte, und es gibt ja auch verschiedene, ich habe auch das Öl davon und auch eine Maske und so weiter. Ich musste das
haben und ich bin jetzt 100% drauf umgestiegen. Und dadurch, dass ich jetzt mit dem Dyson Föhn und Airwrap meine Haare oft style und föhne, merke ich einfach, wie gut es meinen Haaren geht, obwohl sie blondiert sind. Die sind glänzend, sie wachsen schön raus, sie brechen nicht mehr ab. Ich finde, das Ergebnis lässt sich auch voll sehen, vor allem bei so Sachen ja auch langfristig, genau wie bei auch Gesichtspflege. Ne? Einmal eine Creme benutzen, so 1-2 Tage und dann so das große Highlight erwarten, ist vielleicht auch nicht die richtige Einstellung. Aber eben auf die Dauer gesehen merkt man einfach, dass das was Gutes tut für die Haare. Und ich wollte einfach so ein bisschen, ja, bedachter das ganze Thema mal angehen. Ich will sie auch wachsen lassen, deswegen ist mir wichtig, dass sie gesund sind, damit sie auch nicht abbrechen, weil mit lange Haare um jeden Preis, ob mit kaputten Spitzen oder trockenen oder wie immer, das kommt für mich nicht in Frage. Ich will nur schöne, gesunde Haare haben und am liebsten nicht lang. Deswegen Olaplex, große, große Empfehlung, vor allem für die Blondinen unter euch. Then we have als nächstes von IT Cosmetics Bye Bye Makeup 3-in-1 Makeup Melting Cleansing Balm with Skin Softening Serum Concentrate. Also, das habe ich benutzt und vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass ich mal gesagt habe, ich möchte das jetzt vergleichen. Das von Clinique, diesen Cleansing Balm, und eben diesen von IT Cosmetics. Und am Ende, ganz ehrlich, kann ich euch gar nicht sagen, was besser ist. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Das hatte nur einen nicht so guten Duft. Und ich habe schon fast gezweifelt, ob das nicht mehr gut war, weil ich das eine Weile hatte, tatsächlich. Aber ich dachte, das zum Abschminken ist und sowieso weg von der Haut kommt. Ich hoffe, das war jetzt nicht so ein bisschen leichtsinnig von mir. Ich hatte keinen Ausschlag bekommen, nichts, meine Haut geht es gut. Das Make-up ging auch richtig gut runter. Damit genauso wie mit dem Cleansing Balm von Clinique. Man müsste es jetzt eigentlich preislich vergleichen, was sich eher lohnt, ne? Und auch vom Inhalt, wie viel drin ist. Hier sind jetzt 80 Gramm drin. Also es ging super gut runter, unkompliziert. Und gerade wenn ihr so sehr viel Make-up tragt, ne? So wie ich zum Beispiel von Foundation, Bronzer, Blush, Highlight, Lidschatten und so, ne, so viele, viele, viele Produkte, dann kann ich euch wirklich sehr empfehlen, so eine Art von Produkt zu benutzen, um euer Gesichts-Make-up runterzunehmen, weil nicht alle Abschminkprodukte schaffen das tatsächlich auch. Ich zeig mal eins, was ich geholt habe, das ich unbedingt wollte, weil es ja so sensitiv ist und so toll, also damit kommt einfach nicht mein ganzes Make-up runter. Das ist CeraVe Hydrating Cleanser for Normal to Dry Skin. Eigentlich genau mein Hauttyp. So viele Empfehlungen darüber gesehen, auch auf YouTube und generell. Tolles Produkt. CeraVe generell sehe ich so oft immer mal wieder, dass es richtig gut sein soll, eben auch für so empfindliche Haut und so. Das bestreite ich auch überhaupt nicht. Ich möchte nur sagen, dass wenn ich das aufgebraucht habe, ich es wahrscheinlich nicht mehr benutzen werde, um mein Make-up, meine Schichten von Make-up runterzunehmen, weil es das einfach nicht schafft. Aber für so ein Everyday-Make-up, so ein leichtes Make-up, wenn ihr vielleicht auch nur so einen CC-Cream benutzt, ne, oder so ein Tinted Moisturizer oder so, ich glaube, damit geht es auch easy ab. Es ist wirklich super sensitiv zu der Haut. Für alle, die von euch, die eine empfindliche Haut haben, kann man wirklich empfehlen. Aber wenn ihr viel Make-up tragt, könnte es problematisch werden, wollte ich mal gesagt haben. Dann habe ich 2 Serien aufgebraucht von Akko. Und Akko ist eine schwedische Apothekenbrand. Und ich arbeite oder habe mit denen auch zusammen gearbeitet. Ich finde sie ganz, ganz toll. Ich kenne sie schon lange, diese Brand. Und die haben wirklich sehr schöne Produkte. Auch wieder für empfindliche Haut. Die haben verschiedene Serien für, je nachdem, was für ein Hauttyp ihr seid und so. Ich benutze gerade zum Beispiel von so einer Anti-Aging-Serie. Die heißt Age Delay, heißt die Serie, die ich aktuell benutze, Tag, Nachtcreme und Augencreme. Und das sind die Serien, die ich vorher benutzt habe. Die sind eben, habe ich jetzt kürzlich erst aufgebraucht. Einmal ein Glow Booster Day and Night Serum Vitamin C. Das ist diese orangene Flasche und die blaue Flasche ist das Hydrating Booster Day and Night Serum mit Hyaluronsäure und Provitamin B5. Sehr schöne Serien, hat die Haut auch sehr gut vertragen. Also ich würde sowieso empfehlen, wenn ihr so Ü30 seid oder so Mitte 20 sogar, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nach der Reinigung ein Serum zu verwenden und dann eine Creme. Ein Serum ist auf jeden Fall nochmal ein extra Kick an Pflege, was viel ausmacht. Ich habe die beiden Serien sehr, sehr, sehr gemocht und ich habe auch gelernt, dass Vitamin C Serum sehr wichtig ist für die, die so Pigmentflecken haben, ne, womit ich auch so zu kämpfen habe. Pigmentflecken
Flecken oder generell irgendwelche Verfärbungen von Unreinheiten oder so, da ist Vitamin C auf jeden Fall nicht wegzudenken, von außen wie aber auch von innen. Ne? Diese innere Schönheit und die innere Pflege darf man ja auch nie vergessen. Und genau, unser Gesicht ist ja eigentlich auch das Spiegelbild davon, wie es uns innerlich geht. Das Blaue ist ja sowieso eine Feuchtigkeit für den Abend, ist auf jeden Fall ein Muss. So viel wie möglich, weil die Haut über die Nacht natürlich regeneriert. Und wenn sie da schön sauber ist und gepflegt, dann geht es ihr einfach nur gut. Ihr steht am nächsten Morgen auf und schaut super aus. And then we have auch ein paar Make-up-Produkte zwischendurch, zeige ich auch mal, habe ich mir so überlegt. Und zwar ein Augenbrauengel von Art Deco Brow Filler Defining Gel with Fibers. Dieses Augenbrauengel kennt ihr wirklich schon lange, lange von mir. Das benutze ich schon sehr lange. Das ist zwischendurch auch mal so, also wo das Bürstchen hat sich mal verändert und so. Das gibt es auch schon ganz lange bei Art Deco und das ist ein ganz tolles Augenbrauengel. Für die von euch, die ein bisschen Farbe, Form und Fülle verleihen wollen, weil hier eben diese kleinen Fiber dabei sind, die die Augenbrauen voller machen. Ich habe das Augenbrauengel so sehr geliebt und ich habe das eigentlich auch immer da. Ich bin nur jetzt gerade nicht sicher, ob ich ein Backup da habe. Und für die von euch, die es nicht wussten, Art Deco gibt es seit neuestem auch bei DM. Ich habe ein Video dazu gemacht, findet ihr auf dem DM Deutschland YouTube-Kanal. Ich war so happy, ich war so beflügelt, weil das ja eigentlich so eine High-End-Marke ist, die aber in den DM kommt und es hat mich so sehr gefreut, weil die wirklich ganz tolle Produkte haben. Falls ihr Art Deco noch nicht entdeckt habt, müsst ihr unbedingt deren Produkte ausprobieren. Die sind wirklich ganz, ganz klasse. Vor allem dieses Augenbrauengel ist wirklich eins meiner liebsten Produkte von der Marke. Und dann habe ich einen Augenbrauenstift aufgebraucht. Ich hatte sich leider alles schon abgenutzt, die ganze Schrift. Und das ist von Trended Up. Und von Trended Up benutze ich aktuell wirklich mehrere Augenbrauenprodukte. Ich finde, die haben es voll drauf. Auch so farblich bin ich aktuell so happy. Also das war so ein Stift mit ein Ende Bürstchen und das andere Ende eben dieser Stift. Man kann den nicht mehr aufdrehen. Und das, was hier drauf ist, reicht vielleicht nur noch für eine Augenbraue. Ich wollte es nicht riskieren. Aktuell habe ich übrigens laminierte Augenbrauen. Vielleicht habt ihr euch ja gewundert, warum die so voll sind. Oh, ich muss mal checken, ob sie durchgekämmt sind. Nicht, dass sie gerade komisch sind. Nee? Jo, Augenbrauen on fleek. Es sind jetzt einfach meine Augenbrauen. Da ist nichts nachgemalt oder nachtätowiert oder was es alles für Techniken gibt. Ich habe sie einfach laminieren und färben lassen, die Härchen. Und jetzt habe ich sie gerade nur hochgekämmt. Und so stehen sie einfach. Ist das nicht verrückt? Ich liebe dieses Laminierte. Ist natürlich erstmal so eine Gewöhnung, ne? Weil plötzlich hat man irgendwie doppelt so viel Augenbraue und es steht und ist so fedrig und so. Aber ihr wisst ja, ich liebe diesen Look. Ich habe ja auch eine Zeit lang nur dieses Brow Wax, dieses, wie heißt denn das, von Anastasia Beverly Hills, die ganze Zeit nur benutzt, weil es mir auch diesen Look gemacht hat. Ich liebe das. Deswegen liebe ich diese laminierten Augenbrauen, weil ich morgens auch einfach nur durchkämmen muss und that's it. Schon sind sie in Form und wenn irgendwo eine Lücke ist, kann ich natürlich nachmalen, aber ansonsten love it. Ansonsten vorher oder eben zum Nachfüllen habe ich gerne diesen Stift benutzt, eben von Trended Up. Der ist so ein bisschen dicker, ein bisschen größer, aber ihr könnt fast alle Augenbrauenprodukte von Trended Up mal ausprobieren. Die sind so klasse und ich liebe das eben auch, dass es hier mit einem Bürstchen ist. Ne? Man muss nicht immer nur so ein extra Tool dazu suchen, sondern das ist alles hier dabei. Und ich habe die Farbe Medium Brown benutzt. Hat eigentlich ganz gut gepasst. Dann habe ich hier einen Concealer. Den muss ich leider entsorgen, weil ich wollte den letztens verwenden und der hat gar nicht mehr gut gerochen und ich bin mir sicher, dass er abgelaufen ist. Der war von Moist Creamy Concealer von Apieu. Eine koreanische Brand war das tatsächlich und ich hatte mal in der Farbe Beige, falls es jemandem hilft, ich hatte mal auch mit einer koreanischen Seite zusammengearbeitet, die Make-up-Produkte verkaufen. Ich habe da einiges ausprobiert, ich habe auch hier auf YouTube ein Video dazu hochgeladen, da waren echt ein paar richtig coole Produkte dabei, aber ich weiß nicht, warum ich jetzt das nicht so adaptiert habe in meine Routinen und auch jetzt nicht so viel benutze. Kann ich euch wirklich gar nicht erklären, aber die Produkte sind eigentlich ja nicht schlecht. I don't know. Jedenfalls, das war ein Concealer, der da dabei war
Und der ist jetzt schlecht geworden, weil er leider ungefähr 2 Jahre jetzt rumgelegen ist. Und achtet da unbedingt ganz gut darauf, ob eure Make-up-Produkte anfangen zu riechen oder ob sich die Konsistenz verändert. Und wenn ja, dann benutzt sie bitte nicht mehr, weil dann sind sie gekippt, die sind abgelaufen, die kann man nur noch wegschmeißen. Egal wie viel es gekostet hat, egal wie viel, keine Ahnung. Ihr könnt das ja irgendwo noch aufbewahren, aber gebt es nicht mehr auf euer Gesicht, weil ihr könnt darauf reagieren und das ist echt eine gefährliche Sache. Deswegen würde ich davon wirklich sehr stark abraten. Und jetzt, Friends, habe ich leider oder endlich, wie auch immer, ich habe auf jeden Fall noch 3 weitere davon rumfliegen, mein Lieblings-Lip-Liner aufgebraucht, zumindest was die Farbe angeht und eigentlich auch die Konsistenz. Ich finde, dieser Lip-Liner ist wirklich sehr langanhaltend. Und zwar Catrice Plumping Lip Liner in der Farbe 40 Staring Roll. In wie vielen Favoritenvideos habe ich jetzt diesen Lip Liner gezeigt? Ich kann es nicht mehr zählen. Das ist wirklich, hands down, einer der besten Lip Liner überhaupt. Farbe und Haltbarkeit. Ich trage den jetzt mal auf, weil jetzt gerade habe ich keinen Lip Liner drauf. Ich weiß auch gar nicht, ob man das sehen wird. Ja, so ein bisschen ist noch, ist nur noch eine Spitze und die ist sogar ein bisschen abgebrochen. Das ist so ein bräunlicher Ton. Jetzt habe ich die natürlich übelst übermalt, vielleicht ein bisschen zu viel übermalt, aber das ist so ein schönes Rosenholzbraun und das hat auf alle Lippenstifte, die ich so am liebsten trage und Glosse, immer gut gepasst und meine Lippen sahen immer größer aus, aber so schön umrahmt. Ach, einfach so perfekt. Irgendwie wie so Your Lips, but better, so ein bisschen. Einfach ein wunderschöner Unterton, der sehr schmeichelt und vor allem lange hält. Ich kann euch den sehr empfehlen. Mit Lippenstift oder Lipgloss darüber, darunter, wie auch immer. Es schaut einfach immer gut aus, wirklich. Und das aus der Drogerie. Hello? Staring Roll Catrice Plumping Lip Liner. So, people, ein paar Produkte habe ich noch. Hier meine allerliebsten Feuchtetücher, die benutze ich immer beim Arbeiten. Das sind die Balea Micellen Reinigungstücher. Die gefallen mir sehr gut, weil die erstmal super Make-up abnehmen, wenn ich irgendwie Swatches mache auf der Hand oder so. Aber was mir auch so gut gefällt, dass die so schön durchtränkt sind. Ich habe nämlich auch hier welche von Isana, die mochte ich gar nicht. Die haben mich sogar dazu inspiriert, ein Video zu machen zu den Produkten, die ich nicht weiterempfehlen kann. Da hätte ich sie als erstes gezeigt. Weil die Tücher sind einfach so, Entschuldigung, furztrocken. Die helfen einfach gar nicht. Also die nehmen nichts ab. Ich weiß gar nicht, wofür ich die nutzen kann. Aber die hier von Balea, diese Micellentücher, die fand ich einfach wirklich super. Und die habe ich immer, immer da. So 4 Packungen oder so. Backup habe ich immer da. And then, meine geliebte Reinigungsmilch. Sanfte Reinigungsmilch, extra milde Formulierung mit Aprikosenkernöl für jeden Hauttyp. Bald können wir uns verabschieden. In dem DM findet ihr das nicht mehr, aber weil ich natürlich auch davon immer Unmengen an Backup da habe, weil ich mir mein Augen-Make-up nur mit dieser Reinigungsmilch abnehme. Das Packaging hat sich verändert. Ich glaube auch, die Formulierung hat sich ein bisschen verändert. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe auch schon die neue probiert, Flasche, aber ich finde, dass das hier auf jeden Fall viel besser alles abgenommen hat. Zuverlässiger, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, was sie da verändert haben, aber das war auf jeden Fall besser. Ich steigere mich jetzt nicht rein. Ich fange nicht an zu weinen, weil ich habe das seit sehr vielen Jahren jetzt verwendet. We go with the flow. Ich benutze jetzt natürlich die neue Reinigungsmilch, also die anders formulierte, aber die war besser. Um Meilen. Steine besser. So, Leute, noch ein Abschminkprodukt von Elemis. Oh ja, das ist auch so ein kleiner Konkurrent zu dem Cleansing Balm von Clinique und diesem von IT Cosmetics. Die sind alle drei so sehr ähnlich, muss ich sagen. Aber dieses Elemis Pro Collagen Cleansing Balm, das hat so einen starken pflanzlichen Duft gehabt. Also das hat nicht gut gerochen, weil ich Minisier bin und das nicht gut war. Gerade habe ich euch gesagt, wenn die Produkte nicht gut sind, auf gar keinen Fall verwenden. Hier habe ich das riskiert, weil ich habe es ja wieder runtergenommen. Das war nichts, was ich geschminkt habe und dann den ganzen Tag damit rumgelaufen bin, sondern eingecremt mit Wasser sofort abgewaschen. Trotzdem. Nicht vorbildlich, Olesja. Das hier von Elemis, das hat nicht so gut für mich persönlich, nach meinem Geschmack, hat mir der Geruch jetzt nicht so gut gefallen. Dieses pflanzliche, dieser Duft, dieses, das muss nicht unbedingt sein. Das hat zum Beispiel alles,
mega gut runtergenommen. Und hier war die Konsistenz so sehr ölig, schmierig. Aber eben, nachdem ihr das schön eingecremt, einmassiert habt, ist wirklich das ganze Make-up runtergegangen. Und wenn ich mein Gesicht dann abgetrocknet habe, war alles weg und das Gesicht hat nicht gespannt vor Trockenheit. Das fand ich mega. Das habe ich zum Beispiel bei diesem Clinique Cleansing Balm so ein bisschen gehabt und auch bei dem von It Cosmetics. Aber hier nicht. Also das fand ich mega und das war auch so reichhaltig. Oh mein Gott, das hat richtig, richtig lange gehalten. Last but not least, oh mein Gott, das liegt schon 100 Jahre hier drin. Ich glaube, das war eins der ersten Produkte, als ich wieder angefangen habe, die auf gebrauchten Sachen zu sammeln. Und zwar hier auch wieder eine Feuchtigkeitscreme von Bare Minerals aus der Ageless Phytoretinol Serie. Und das war hier die Tages-Nacht-Creme, ich weiß es nicht. Also, hier war diese Phytoretinol-Creme drin, also Retinol, aber so eben auf pflanzliche Basis. Und das habe ich jetzt, weiß nicht wie viel Mal, jetzt tatsächlich endgültig festgestellt, dass ich nur dieses pflanzliche vertrage, Retinol, aber nicht dieses originale. Ich habe jetzt so eine Augencreme, wo so ein bisschen Retinol dabei ist, benutzt. Und ich habe einfach wieder so reagiert. Meine Augen haben gejuckt, getränt und ich lasse das Thema Retinol jetzt total. Auch wenn es so wirkungsvoll sein soll und wirklich hautverbessernd, gerade wenn das Thema Anti-Aging ein bisschen kommt. Ne? Aber gut. Ich lasse los. Es gibt auch andere tolle Wirkstoffe, aber eben dieses Phytoretinol, das war voll meins. Also das ist auch eine meiner allerliebsten Serien, sage ich euch auch immer, wenn ich das zeige. Für tags, für abends, einfach eine wirklich tolle, tolle, tolle Serie, die meine Haut sehr gut vertragen hat. Angenehmer Duft, hat sich so schön eincremen lassen, toll eingezogen, die Haut sah prall aus, gepflegt. Und ja, also falls ihr gerade irgendwie was sucht, was Richtung Retinol ist, vielleicht seid ihr auch allergisch auf Original Retinol, I don't know, dann kann ich euch das, diese Serie wirklich sehr ans Herz legen. Sowieso. Mag die sehr, sehr gerne. Und benutze sie auch immer mal wieder. Das war's mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt alle Sachen dann jetzt wegschmeißen und alles von neu sammeln. Ich hoffe, dass euch dieses Videoformat gefällt. Schreibt mir das ja gerne in die Kommentare, ob ich das weiter beibehalten soll. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ich als nächstes für euch aufnehmen soll. Ich danke auf jeden Fall sehr für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr meinen Instagram-Channel abonniert. Da lade ich mehrmals am Tag hoch verschiedene Tutorials zu Make-up, Frisuren, Styling und so weiter. Zum Beispiel dieses Make-up und auch diese Frisur. Bis auf den Pferdeschwanz, diese hier, diese ganzen Hacks, wie man es so machen kann, habe ich dort gefilmt. Auf jeden Fall empfehle ich euch, dort einzuschalten. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ciao.